Wenn er sich gerade nicht mit Wissenschaft beschäftigt, widmet sich der Gentleman Scientist gemeinsam mit seinem Chat Geschichten. Was er dabei erlebt, das erfahrt ihr hier in Gentsy's Journal. Bin sehr verwirrt. Spam hier schon den Hinweis. Ich meine, hier sind Spuren drin, ne? Irgendwas ist hier kaputt. Das sehe ich auch. Aber er lässt es uns nicht. Was meinen Sie? Was sollen? Lässt uns damit nichts tun. Das ist so ein bisschen das Problem. Was sollen wir als... Geh doch mal da weg, Watson. Haben wir hier Spuren? Auch nicht wirklich. Was sollen wir? Ach, Watson, halt den Sabbel. Ja, dann hier über die Falle und hier könnte theoretisch jemand drüber klettern, aber was zum Benutzen haben wir hier halt auch nicht. Hier schickt uns mit seinen Hinweisen eindeutig hier irgendwie in die Ecke. Aber ich raffe nicht, was es von uns will. Das ist mein Problem. Ich habe ja schon versucht, durch die Tür zu kommen. Hier stand wohl mal eine Schaufel. Eine Information, die mir auch gar nicht weiterhilft. Es ist ja hier jetzt auch nichts. Das ist ohne. Ja, das weiß ich doch. Gucke auch die ganze Zeit, ich habe so dieses latente Gefühl, dass vielleicht irgendwo was vergraben sein könnte, aber ich sehe auch keine umgewühlte Erde irgendwo. Ich bin ein bisschen lost, Leute. Weil er uns auch, wie gesagt, keine weiteren Interaktionsmöglichkeiten bietet als die, die wir haben. Das haben wir alles abgegrast. Aha! Ha. Mit dem Wasserding können wir auch nichts weitermachen. Ist halt jemand rein und hat die Wäsche geklaut. Und wahrscheinlich ist der... Er müsste auf demselben Weg raus sein. Da ist er denn erst unter der Wäscheleine durch. Hier ist die... Nee. Ist nicht die Schaufel. Hier sagt er, er ist ein Point of Interest. Irgendwo. Spiel, ich will nicht, dass der Charakter sich schneller bewegt. Hier ist nicht.
Drüben macht jemand Gartenarbeit, aber der zählt wahrscheinlich auch nicht, ne? Ich bin so verwirrt. Was auch nichts weiter mit. Nein, das. Ich raffe auch das Intuitionssystem irgendwie nicht, weil es bremst nicht dann hier an Stellen aus, wo einfach keine Interaktionspunkte sind und ich habe keine Ahnung, was das Spiel von mir will. Lässt sich. Ja, wir können da ja auch einfach außen rumlaufen, das ist ja nicht das Problem. Zwischen den Blumen ist hier auch nichts weiter. Unglaublich verwirrt. Watson, du bist auch nicht hilfreich. Es ist so, wie ich dachte. Soweit klar. Und jetzt? Was meinen Sie? Hier ist nicht. Wäscheklammern. Wir können nichts miteinander kombinieren. Ist auch noch mal irgendwie Grünzeug dran. Ich habe das Gefühl, das Spiel wird von uns was ganz anderes als das, was ich gerade im Blick habe. Was verrät es uns halt sicherheitshalber auch nicht. Ja, ich weiß, dass sich der Charakter dann schneller bewegt, aber wen zur Hölle interessiert das? Essen. 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 Okay, es ist also auch nicht so, dass ich hier bestimmte Dinge mit. Das Seil dürfte lang genug sein. Ja, aber wofür? Monsieur. Das Seil. Was möchtest du denn? Möchtest es nicht mit den Wäscheklammern kombinieren? Und mit dem Rechen offensichtlich Essen. Auch nicht. Essensdose. Gibt auch noch andere Städte im Pott außer Essen. Ja. Essen und Dortmund hat irgendwie auch eine ganz eigene Qualität. Gehört aber irgendwie in dieselbe Wortgruppe. Ich habe das Gefühl, das Spiel möchte uns irgendwas ganz Großartiges mitteilen.
Und ich stehe so dermaßen auf dem Schlauch. Hilfe, Chat. Habt ihr eine Idee? Tipps Alt F4. Danke, Mantul. Du bist wie immer sehr hilfreich. Ich bin froh, dich in meinem Chat zu haben. Meine Freude kennt keine Grenzen. Hast du heute einen Clown zu Abend gehabt? Ich mag Clowns nicht, die quietschen immer so zwischen den Zähnen. Ein bisschen wie Halloumi. Hier, nimm dir einen Becher Wein. Ja, was sollen wir als nächstes tun, Holmes? Sag's mir, Watson. Dieser Intuitionsbutton ist auch so völlig unhilfreich. Ja, danke. Nein. Und das Spiel immer so klingt, du bist angekommen. Aber wie? Aber warum? Es ergibt einfach alles keinen Sinn. Wir möchten doch reingehen. Das ist das Fenster. Das ist das. Kann ich mich da rächen? Das ist das. Nee. Ich raff's doch auch nicht. Was war das letzte Mal, als wir dieses Problem hatten? Letztes Mal haben wir dann im Inventar kombiniert. Kommt es drauf an, wo ich mit Watson quatsche? Das kann ich mir fast auch nicht vorstellen. Was meinen Sie, Holmes? Ja. Was sollen? Sei doch mal hilfreich. Lesen. Verdächtig. Was meinen Sie, Holmes? Was meinen Sie? Ich weiß es doch auch nicht. Ich habe das Gefühl, ich übersehe irgendwas ganz Entscheidendes, Leute. Errungenschaft freigeschaltet, Brett vor dem Kopf.
So leuchtet er immerhin heller als Dunst. Die Hilfefunktion hat sie ihnen angetan. Ich war ja, danke schön. Sie ist halt nicht hilfreich. Ja, hier ist die Tür. Lässt sich nicht öffnen. Aber ich krieg sie halt nicht auf. Lässt. Mit allen Gegenständen nicht. Lässt sich nicht. Gibt es Schlüssel unter Blumentöpfen? Kein. Ich weiß es nicht, vielleicht. Lässt sich nicht öffnen. Ich habe halt leider keine Blumentöpfe, mit denen ich interagieren könnte, um das rauszufinden. Das ist ja mein Problem. Ich habe ja auch schon versucht, irgendwie wilde Kombinationen anzustellen, aber da kommen wir ja irgendwie auch nicht weiter mit. Ich habe doch keine Ahnung. Also hier ist halt auch ne in eine Kombination im Inventar irgendwie nichts zu machen, was mir jetzt weiterhelfen würde. Kannst du das Feld umgraben? Das habe ich auch schon versucht. Hier irgendwie mit der Hacke wild was zu hacken. Hupsa. Jetzt lass doch mal die Wäsche der Frau in Ruhe. Aber da geht auch nichts. Das ist ohne Zweifel. Kann halt da auch nicht mehr machen, als ich schon gemacht habe, ist mein Problem. Und ich habe hier das Gefühl, ne, grundsätzlich, hier. Das Seil dürfte lang genug sein. Mit dem Spruch suggeriert er irgendwas. Aber ich habe keine Ahnung, was er von mir möchte. Das Seil dürfte lang genug sein. Aber wofür? Essens. Das Seil dürfte. Essens. Essen. Das ist halt so der Teil, der mich irritiert. Das Seil. Das ist. Nee. Mit der Hacke kann ich ja auch nichts machen. Das ist. Ich habe schon gedacht, man kann da irgendwie das Dosenseil sich greifen und das wieder aufspannen, aber er akzeptiert das auch in keinster Weise. Irgendwas stimmt da noch nicht. Irgendwas stimmt da noch nicht. Das ist ohne Nix. Und dann haben wir halt hier hinten diesen Teil aufgedeckt.
Aber weiterhelfen tut er uns halt auch nicht. Was ist mit dem offenen Schuppen? Da war die Hacke drin. Ansonsten ist da nichts weiter. Den haben wir aufgemacht, der war vorher geschlossen. So. Ich weiß wirklich nicht. Kurz davor, das zu googeln, weil es einfach keinen Sinn ergibt. Also entweder ich übersehe was ganz Entscheidendes oder ja, der Schuppen ist immer noch wahnsinnig uninteressant. Das hängt auch, also das hat auch nichts damit zu tun, mit welchem Gegenstand ich den auswähle. Hier ist nichts. Ich komme einfach nicht weiter. So, also ich habe wirklich, wir gehen auch einfach die Kombinationsmöglichkeiten aus. Und die dusselige Hilfefunktion weist uns auf diese Tür hin, aber wir kriegen sie nicht auf. Was? Ja, danke, Holmes, danke. Sie weist uns auf diese Tür hin, aber wir können hier nichts tun. Lässt sich nicht öffnen. Und ich weiß wirklich nicht, was er von mir möchte, wie ich die aufkriegen soll. Mit der Hacke aufbrechen, ja, das habe ich auch schon gedacht, aber nein. Lässt sich nicht öffnen. Möchte er gerne alles nicht. Da habe ich auch schon alles durch. Ich habe schon gedacht, mit der Wäscheklammer vielleicht knacken. Oder mit dem Messer will er auch nicht. Mit dem Rechen können wir sie auch nicht aufrechnen. So, das, da kommt man nicht weiter. Hier stand wohl mal. Ja, und hier stand wohl mal eine Schaufel. Die steht offensichtlich nicht mehr da. Gefunden haben wir sie aber auch noch nicht. Wo auch immer sie dann ist. Hier ist das Zimmer vom Bengelsche. Das hilft uns aber alles nicht weiter. Also entweder ich stehe hier massiv auf dem Schlauch. Wartet mal kurz. Oder da ist irgendwas nicht richtig. Ich google das jetzt. Hier soll irgendwo was am Baum. Ahaha! Ich habe zwar keine Ahnung, wie man das sehen soll. Ihr seht es auch nicht, weil ich mein Overlay nicht bedienen kann. Ich bitte um Entschuldigung. Das ist hier in dem Teil des Gartens. Da hängt was im Baum und das können wir mit der Hake holen. Was? Ja, nee, ich will nicht den Watson, ich will natürlich das andere. Dieses Jackett ist etwas angerissen. Es muss sich im Geäst verfangen haben, als der Mann, der es gestohlen hat, auf dem Zaun stand. Und als er gesprungen ist, hat er es einfach im Baum gelassen. Aha. Wir haben jetzt also ein Jackett. Was mache ich jetzt mit dem Jackett? Ist die Frage.
Kann ich das hier wieder anhängen? Aber mit dem Jackett werde ich ja die Tür auch nicht aufkriegen, oder? Das hätte mich jetzt sehr überrascht. Lässt sich nicht öffnen. Ja, das war irgendwie klar. So. Haben wir die Lösung jetzt natürlich nicht weiter angeguckt. Okay. Das ist erstaunlich unhilfreich gewesen. Zu vermieten. Okay, also offensichtlich ist das irgendwie der Weg, den die Person nach draußen gewählt hat. Hier ist nicht. Hier ist auch immer noch nichts Interessantes. Das Seil dürfte. Essen. Jetzt aber auch nicht sonderlich hilfreich gewesen, muss ich ja mal zugeben. Wir haben jetzt die Harke gegen eine dusselige Jacke getauscht. Der Witz ist, ich habe ja immer schon auch so ein bisschen nach oben geguckt. Ich mir dachte, ich vergesse bestimmt eine Dimension. Aber so hoch oben habe ich jetzt echt nicht geguckt. So, was haben wir jetzt mit der Jacke für neue Möglichkeiten? Können wir jetzt mit dem Nachbarn sprechen? Der hat keine Jacke an. Vielleicht braucht er eine Jacke. Hier ist nichts. Nein. Können wir sie zu der Jacke befragen? Oh! Ist das das Kleidungsstück, das verschwunden ist? Oh ja, das ist es. Wo haben Sie es gefunden? Auf dem Boden. Ohne Zweifel hatte der Wind seine Finger mit im Spiel. Dann wurde ja gar nichts gestohlen. Mir ginge es besser, wenn diese Halunken tatsächlich nichts weiter als Wäschediebe wären. Das ist leider nicht der Fall, Madame. Diese Angelegenheit scheint bei weitem ernster zu sein. Offensichtlich wollten diese Herumtreiber Henry ausspionieren. Würden Sie uns jetzt bitte in sein Zimmer lassen? Ach du lieber Himmel, ist denn das die Möglichkeit? Kommen Sie rein. Die erste Tür links. Gehen Sie einfach rein. Er schließt nie ab. Nie? Nein, nie. Sie kennen ihn ja. Er macht viele Dinge nicht so, wie es normalerweise üblich ist. Er lebt in seiner eigenen Welt. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Hat er irgendetwas gesagt? Gestern Morgen. Er hat nur ein paar Worte gemurmelt. Man versteht nicht immer, was er sagt, sofern er überhaupt spricht. Wenn ich ihm eine Frage stelle, starrt er oft nur irgendwo hin. Auf den Boden, an die Decke, als wäre ich gar nicht da. Anfangs fand ich es merkwürdig, aber ich habe mich daran gewöhnt. Ich weiß genau, was Sie meinen. Er ist manchmal auch etwas gereizt, nicht wahr? Oh ja. Sobald ihn etwas aufregt, kocht er vor Wut. Selbst wenn er allein in seinem Zimmer ist. Und von einer Sekunde auf die andere steht er dann plötzlich einfach nur regungslos da und starrt ins Leere. Er beruhigt sich so schnell, wie er wütend wird. Das klingt nicht ganz nach normalem Verhalten. Okay, ja, eiskalt gelogen. Vor allen Dingen, ich verstehe nicht, warum. Also ich meine, es wurde gar nichts gestohlen und es war der Wind. Deeskaliert ja eigentlich die Situation, ne? Aber dann sagen sie auch so aus heiterem Himmel, ja, die wollten wahrscheinlich Henry ausspionieren und dürfen dann ins Haus? Also so ohne irgendwie zu begründen, wie sie zu dem Schluss kommen, was das mit der Jacke zu tun hat und überhaupt. Pff, ich bin verwirrt. Er wollte wohl seinen Schal mitnehmen, aber hat ihn dann hier liegen lassen. Oder er ist einfach unordentlich und hat den Schal das letzte Mal, als er ihn ausgezogen hat, dahin geworfen, lieber Holmes. Hier hat offensichtlich jemand eine Tasche ausgeleert.
Aha. Vielleicht. Das hier könnte interessant sein. Holzsplitter. Ah ja, jetzt haben wir den Schal. Können wir gerade noch nichts mit tun, wie mir scheint. Nee. Gut, Güte, jedes Mal. Merken wir uns mal eine Geige. Eine Geige. Und zwar eine richtig schöne. Aber wo ist der dazugehörige Koffer? Da ist jetzt ein MG drin.